Wäre es nicht cool, wenn die Stimme in deinem Video direkt an der Straße genauso klingen würde, als wenn sie in einem Tonstudio aufgenommen worden wäre? Oder der Podcast aus dem kleinen Café nebenan, als wäre er aufgenommen mit einem Shure SM7B und nicht mit so einem kleinen Ansteckmikrofon? Oder deine Gesangsaufnahme aus dem Wohnzimmer, als wenn sie in der Vocal Booth von einem 100.000-Euro-Studio gemacht worden wäre? Geht nicht, sagst du. Geht doch, sag ich. Und wie du das Ganze sogar kostenlos hinbekommst, das verrate ich dir gleich direkt hier aus meinem Heimstudio. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir in unzähligen Videos dabei helfe, besser zu werden beim Abmischen deiner Aufnahmen, damit diese demnächst nicht nur tageslichttauglich sind, sondern dass du auch stolz darauf sein kannst. Und heute beschäftigen wir uns mit wirklich einem spannenden Tool, mit dem Goyo Voice Separator, der nicht weniger verspricht, als die Lösung für deine Nebengeräuschprobleme zu sein. Das heißt, wenn du Aufnahmen hast, wo vielleicht Geräusche drauf sind, die du nicht unbedingt drin haben willst, weil das Hauptsignal zum Beispiel eine Sprache überdeckt wird, oder dass du vielleicht in einem nicht optimalen Raum aufgenommen hast und da ein starker Nachhall dabei ist, kann ja bei Podcast-Aufnahmen passieren oder wenn du zum Beispiel in unbehandelten Räumen aufnimmst oder eben aber die Musik in einem Playback mal lauter oder leiser gemacht werden soll. Drei Ziele, die erreicht werden sollen mit einem kostenlosen Plugin. Es befindet sich nämlich gerade in der Beta-Phase, wie du hier nämlich sehen kannst, ist hier die Beta-Phase anscheinend eingeläutet und man kann das Ganze noch kostenlos runterladen. Und weil das Plugin tatsächlich selbsterklärend ist, denke ich mir, wir steigen mal direkt ein und behandeln die drei Probleme rückwärts. Nämlich erst behandeln wir mal Musik in einem fertigen Playback. Dann kümmern wir uns um den Nachhall in einer Sprachaufnahme, die in einem nicht optimalen Raum vorgenommen wurde. Und am Schluss die Königsdisziplin, eine komplett misslungene Aufnahme. Bin mal gespannt, ob der Goyo Voice Separator tatsächlich da noch ein brauchbares Signal rausholt. Starten wir aber zunächst einmal mit The Voice. Stimme aus einem fertigen Playback zu entfernen, ist nicht ganz trivial und wir schauen mal, wie sich der Goyo Voice Separator hier tatsächlich schlägt. Wir haben am Start den Sommersonnenfänger, einen Song, den ich demnächst nochmal groß neu aufnehmen werde, in einem großen Studio. Dazu später aber irgendwann mal mehr hier auf dem Kanal. Wenn du dich dafür interessierst, ist jetzt vielleicht der richtige Punkt, direkt mal den Abo-Knopf zu drücken, damit du demnächst kein Video mehr hier verpasst. Jetzt aber mal kurz die Ausgangslage und ich drehe mal am Voice-Knopf und du wirst direkt erkennen, was passiert. Spann mal die Löffel auf und ich bin mal gespannt, was du davon hältst, wie gut der Voice Separator tatsächlich läuft. Ey, komm, wir fahren einfach los. Zitronenblüten sehen. Sonnenuntergang am Wasser stehen. Und du willst du mit mir gehen? Also anheben scheint schon mal ganz gut zu funktionieren. Stellen wir nochmal zurück und gucken mal, was passiert, wenn ich absenke. Wie viel kann er wohl rausholen aus dem Playback? Ey, komm, wir fahren einfach los. Zitronenblüten sehen. Sonnenuntergang am Wasser stehen. Und du bist du. Das ist schon echt nicht schlecht, ne? Also wenn man da noch drüber singen würde, wäre es schon fast ein Playback. Also schauen wir mal, was passiert, wenn er den ganz rausnehmen soll, den Gesang. Okay, da scheint so ein bisschen die Grenze erreicht zu sein. Also so ganz absenken oder ein volles Playback zu machen ohne Gesang scheint nicht so gut zu funktionieren. Aber immerhin kann man den Gesang in einem gewissen Rahmen lauter und leiser machen. Würde ich sagen schon mal Daumen hoch, vor allem kostenlos. Gehen wir mal rüber zu Die Reverb. Voice Reverb ist wirklich ein spannender Punkt, denn wie oft ist es schon passiert, dass man eine Aufnahme von einer Stimme gemacht hat und die war nicht in einem optimalen Raum, sei es ein Podcast in einem komplett unbehandelten Wohnzimmer zum Beispiel oder dass du eine Gesangsaufnahme gemacht hast und nicht wirklich eine Einsingkabine zur Verfügung gehabt hast für einen wirklich trockenen Sound. Wir gucken mal, was passiert, was Voice Reverb schafft, beziehungsweise Voice De-Reverb wäre ja eigentlich der richtige Name für den Regler, aber wir schauen mal, was geht. Also hier ist die Aufnahme nackig und ich drehe mal wieder am Regler. Dies ist eine Testsprachaufnahme aus einem komplett unbehandelten Raum. Und okay, da kannst du es glaube ich schon hören. Das ist komplett mit Nachhall versehen. Wir gucken mal, was die Voice Reverb tatsächlich hinkriegt. Dies ist eine Testsprachaufnahme aus einem komplett unbehandelten Raum. Und ich sorge jetzt mit dem Goyo-Tool dafür, dass der Nachhall aus diesem Raum komplett aus dem Signal entfernt wird. Schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Also tatsächlich wird es deutlich trockener, die ganze Aufnahme. Ich habe gerade gesehen, dass wir hier auch Ausschlag unten drunter unter Ambience hatten. Mal gucken, ob wir eine Kombination aus beiden reindrehen können und das Signal dadurch noch trockener hinkriegen. Also starten wir nochmal. Dies ist eine Testsprachaufnahme aus einem komplett unbehandelten Raum. Und ich sorge jetzt mit dem Goyo-Tool dafür, dass der Nachhall aus diesem Raum komplett aus dem Signal entfernt wird. Also vielleicht nicht komplett entfernt wird, aber zumindest nah dran. Wir können ja nochmal AB hören, wie der Unterschied ist zwischen der unbehandelten Aufnahme und zwischen der jetzt mit Goyo nachbehandelten Aufnahme.
Dies ist eine Testsprachaufnahme aus einem komplett unbehandelten Raum und ich sorge jetzt mit dem Goyo-Tool dafür, dass der Nachhall aus diesem Raum komplett aus dem Signal entfernt wird. Also auf jeden Fall deutlich trockener, muss man wirklich sagen. Also wenn du ein großes Problem mit Nachhall hast, kriegst du es damit zumindest auf ein vernünftiges Level. Und das Ganze, wie ich gerade schon gesagt habe, kostenlos auf jeden Fall runterladen. Jetzt gehen wir mal zur Königsdisziplin, nämlich Nebengeräusche entfernen. Mal gucken, wie sich der Goyo Voice Separator darschlägt. Okay, ich gebe zu, die Aufnahmebedingungen waren wirklich sehr schwierig. Aber wie will man so ein Tool denn sonst vernünftig herausfordern, wenn man nicht wirklich auch schwierige Vorlagen liefert? Ich habe direkt an einer vielbefahrenen Straße aufgenommen und ohne den Goyo Voice Separator klingt es im Moment so. Wäre es nicht cool, wenn die Stimme in deinem Video direkt an der Straße genauso klingen würde, als wenn sie in einem Tonstudio aufgenommen worden wäre? Ja, das wäre tatsächlich ziemlich cool, ne? Deswegen schauen wir mal, was der Goyo Voice Separator hier tatsächlich abliefert. Also los geht's, ich drehe am Ambience-Regler. Wäre es nicht cool, wenn die Stimme in deinem Video direkt an der Straße genauso klingen würde, als wenn sie in einem Tonstudio aufgenommen worden wäre? Wäre es nicht cool, wenn die Stimme in deinem Video direkt an der Straße genauso klingen würde, als wenn sie in einem Tonstudio aufgenommen worden wäre? Wäre es nicht cool, wenn die Stimme in deinem Video direkt an der Okay, vielleicht nicht direkt artefaktfrei, aber auf jeden Fall brauchbarer als vorher, wenn man mal überlegt, wie viele Autos da vorbeigefahren sind. Wir gucken nochmal kurz den AB-Vergleich, also ohne und mit. Wäre es nicht cool, wenn die Stimme in deinem Video direkt an der Straße genauso klingen würde, als wenn sie in einem Tonstudio aufgenommen worden wäre? Also auf jeden Fall mehr als brauchbar, vor allem wenn man überlegt, dass das Tool auch noch kostenlos aktuell zu haben ist. Link, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Und wenn du jetzt noch wissen möchtest, wie du deiner Sprachaufnahme den professionellen Klangtouch verpassen kannst mit einem Equalizer, dann schau als nächstes in dieses Video. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage. Mach's gut und Yassou!